Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ico. Okay. Nee, Ico. Wenn du Ico rückwärts liest, heißt es okay. Ja, wir spielen Ico. Okay, Ico. Ja, Ico. Ico, okay. Ich brauche Essen. Es ist, dumm. Die heutige Aufnahmesession ist, die startet schon wieder dumm. Höchst geistreich. Geistreich. Nicht geistreich, höchst geistreich. Das kann nur besser wow. werden, Freunde. Wow. Ist auch ein Spiel, ja. Das heißt auch wow. Das könnte ich auch mal wieder spielen, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Wenn du danach gehst, was du alles spielen könntest... Ja, dann spiele ich den ganzen Tag. So, aber ich habe hier Sachen in der Warteschleife, die... Nicht weitergehen? Ja. Ja, die Tour, ist ich muss nicht grade, so nett. Ich muss mal hier bei dem Zementmischer ein bisschen... Nägel kann ich nicht nachlegen. Nägel. Kriege aus dem Weg. Ich brauche Nägel. Ah, nein. Oh. Ich hab dir, glaube ich, schon mal von... Meine Musik ist zu leise. Ich hab dir, glaube ich, schon mal von diesem lustigen Geräusch erzählt, das es in Minecraft gibt, das was mein Lieblings-Minecraft-Geräusch ist. War das nicht irgendein Tier? Nicken! Nee, war es nicht. Aber es geht genauso. Was zur Hölle? Nicken! Okay, das klingt genau so, Geräusch. Ja. Das klingt genau so, ja. Das ist ein Schalter, bei dem du eine Maschine an- und ausmacht und der macht einfach Nieten. Und das klingt halt genau so beschissen eingesprochen. Und ich lieb's dafür. Ist das sogar wirklich? Ja! Und Lisa, ich lieb's dafür. Hast du mal das Spiel Craftopia gesehen? Ja, ich habe sogar mal versucht zu spielen, aber es ging dann nicht im Multiplayer, dann habe ich es gelassen. Ja, so wo wir gerade beim Thema eingesprochene Geräusche sind. Ja? Ja, da müsstest du das doch... Na toll. Ich habe es nicht lange gespielt. Okay. Weil... Ich habe es nur als Let's Play gesehen. Also wir wollten es im Multiplayer spielen und weil es dann eben halt nicht ging, habe ich es halt direkt wieder ausgemacht. Also da sind auch original die ganzen Geräusche eingesprochen, gefühlt. Geil. Sind nicht, glaube ich, nicht so lustig wie das, was du gerade gemacht hast, nee. Aber... Ich liebe dieses Geräusch. Entschuldigung, es erheitert mich immer wieder. Nicht dreimal mit den Augen blinzeln, Freunde. Dann helf mir bitte. Das ist keine Cam an. Sicher? Ja. Hallo, ich winke in die Kamera. Man sieht's ja aber toll, nicht. In die Kamera kann ich auch winken. Sieht nur kein Schwein. Jetzt wird komisch. Das war vorher schon komisch. Macht dir nichts aus. Ach ja, stimmt, ich wollte ja Holz hacken diese Stunde. Das ist Quatsch. Ich wollte ja Holz hacken diese Folge, ne? Dafür habe ich die ganzen Bäume gepflanzt. Holz, Holz. Weil Holz du so viel Holz brauchst, gell? Ja, ich esse das gerne. Ich mag Holz. Es schmeckt mir so gut. Ja, kann ich verstehen. Vor allem das, weißt du, wenn das nur noch schön so mit Füllung ist, so mit Teerfüllung. Mit Teer. Mit Teer wäre komisch, möchte ich anmerken. Macht gut, in der heutigen Umweltsituation nicht auszuschließen, aber es wäre komisch. Ja. So. Sehr viel Concrete, was gut ist, weil ich glaube, einen geistreichen Moment zum Ende der letzten Session hatte und gedacht habe, ich könnte ja mal einen Haufen Concrete anschmeißen, damit ich zu Beginn der heutigen Folge direkt ein bisschen bauen kann. Und ich meine, bisher läuft es ganz gut. Denn ich habe ja hier noch diesen wunderschönen Betonbunker, den ich hier errichten muss. So. Also ich hacke Bäume. Ist halt das Thema. Das Dach muss drauf. Ein Wolf hat gerade ein Häschen getötet neben mir. Passiert.
Ja. Ärgerlich, aber kommt. Ja, kalt. Entschuldigung. Mir lief es gerade kalt den Rücken hier runter. Jetzt eine Treppe wieder machen. Ich muss nämlich nochmal eine Reihe hier oben drauf setzen. Oh, ist das, wenn während der Aufnahme dein Ohr einfach unter dem Kopf... Ja, ich hasse das. Das ist ganz schrecklich. Ja, bei mir hat sich... ich bin richtig froh, dass ich so richtig krasse Over-Ears mittlerweile habe. Weil bei mir hat sich leider mein Piercing entzündet. Und das tut jetzt ein bisschen weh. Und, ja, also ich schwöre auf Over-Ears. Ja, sind einfach toll. Weil On-Ears... Davon tun ja einfach irgendwann die Ohrmuscheln so weh, weil die einfach platt gedrückt werden die ganze Zeit. Oh ja. Und In-Ears ist ganz nett, wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist und ein bisschen Musik hören möchtest. Ja, genau, die habe ich auch drin, wenn ich in die Arbeit fahre, im Zug oder so. Da habe ich meine In-Ears drin. Aber ich finde das auch immer so bescheuert, wenn, weißt du, du siehst ja auch teilweise echt so professionelle Let's Player. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel noch bei Kaya mal wieder reingeschaut. Einfach nur, weil er gerade am Stream war und ich dachte, oh, ein bisschen Zeit, guckst du mal, was der macht. Und der hatte einfach als Kopfhörer einfach diese so In-Ears mit Kabel, nicht mal mit Bluetooth. So wie man das halt früher bei den MP3-Playern hatte. Ja. Und ich meine, gut, vielleicht haben die mittlerweile ein ganz anderes Klangerlebnis. Ich weiß es nicht, aber für mich sieht das einfach billig aus irgendwie. Also meine, die ich habe, die von Huawei, die sind sehr, sehr gut. Die hören sich auch echt schön an, aber die können natürlich jetzt mit meinen Razer Over-Ears nicht mithalten. Also ich sag mal, so ein professionelles Headset bzw. Kopfhörer, die dann auch die dann so 2-3 Euro mehr kosten, da merkst du schon auch die Qualität dahinter. Ja, auf alle Fälle. Ah, du Fickfuchs. Oh, geht schon wieder los? Was denn? Mit bösen Wörtern? Ich habe nie aufgehört damit. So, komme ich da jetzt dran? Ja. Warum habe ich eigentlich so viel Scheiße in meinem Inventar? Hast du mal als Hundekot-Sammler gearbeitet? Dann würdest du das erklären. Nee, deswegen frage ich es mich ja. Oh. Rainbow Six Extraction ist ready to play bei mir. Ah. Interessante Spiele, die du dir da runterlädst. Streame ich am Freitag für die Arbeit. Das ist nicht meine Welt. Aber gut. Ich meine, für die Arbeit kannst du dir die Sachen wahrscheinlich auch nur bedingt aussuchen. Ist korrekt. Hier, spiel das mal. Das ist korrekt. Waffen ist cool. Nee, ist tatsächlich, weil es neu rausgekommen ist. Letzte Woche. Hm. Aber ist das eigentlich, jetzt mal so gefragt, ich meine, es hört sich ja erstmal schön an, so von wegen, ne, für die Arbeit und so weiter. Aber jetzt mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das jetzt wirklich damit mein Geld verdienen und ich wäre gezwungen, Sachen zu spielen, auf die ich aber eigentlich ja keinen Bock habe. Ist das nicht eigentlich dann auch kontraproduktiv für das Unternehmen? Weil du kannst ja auch nur bis zu einem bedingten Grad Begeisterung vorspielen. Na, das Gute an der Sache ist, dass ich eigentlich auf so ziemlich jedes Spiel Bock habe. Okay, ja gut, dann ist das wahrscheinlich etwas Gutes für deinen Arbeitgeber. Ja. Aber wenn es mir dann mittendrin nicht gefällt, sage ich das auch klar und deutlich, weil das hat ja an sich mit dem Unternehmen nichts zu tun. Weil wir sind ja nicht der Publisher von dem Spiel. Wenn ich jetzt für EA arbeiten würde und sage, boah ey, mit Battlefield habt ihr richtig Rotz gemacht, das wäre problematisch. Aber das tue ich ja nicht. Ich spiele das Spiel und wenn ich sage, ja okay, gut, das war jetzt nicht so ganz meins, aber wir machen das Beste draus. Es gibt so ein paar Publisher, muss ich ganz ehrlich sagen, für die würde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten wollen, wenn sie mir ein Angebot unterbreiten würden. Es sei denn, es ist wiederum so hoch, dass man es nicht ablehnen kann, aber... Oh, für Teen 17 würde ich gerne arbeiten. Die machen schöne Spiele. Kennst du, ich weiß nicht, hast du früher PlayStation 2 gespielt? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob du noch dich an den Publisher Level 5 erinnern kannst. Oh Gott. Wenn du mir Spiele sagst, schon, ja.
Boah, was haben die gemacht? Die haben, glaube ich, Dragon Quest gemacht. Die haben Dark Cloud, Dark Chronicle solche Geschichten gemacht. Ich glaube, die haben auch... Wie hieß das nochmal? Habe ich das nicht sogar hinter mir stehen? Aber wie hieß das nochmal? Warte mal kurz. Ich roll mal kurz zurück. Er muss ja lange rollen, bis der Flur ist lang, in dem er wohnt. Da, ihr hört ihn auch schon kaum. Sekunde, ich hab's gleich. Sag ja, der 20 Meter Flur. Eine Sekunde, ich bin noch da. Noch da. Ja, da ist es. Rogue Galaxy. Nee, sagt mir alles nix. Es ist halt, also es war halt echt süße Spiele, also echt liebevoll gemacht. Es sind alles RPGs gewesen. Und das Coole, was bei Level 5 immer war, und dafür habe ich die so sehr geliebt, wenn du das Spiel durchhattest, ging es noch weiter. Du hast quasi die Hauptstory abgeschlossen und dann hast du irgendeine Sequenz oder so noch ausgelöst, um quasi überhaupt das eigentliche, oder das inoffizielle Endgame freizuspielen, wo du auch nochmal so ein paar Spielstunden und alles mit hattest. Mhm. Und das hat einfach... Weil du bist halt einfach normal so enttäuscht und traurig gewesen, wenn das Spiel zu Ende war. Und dann siehst du halt noch, oh, es geht noch weiter. Und dann freust du dich halt mega. Und das habe ich früher, als man jünger war und so weiter. Ich habe das immer so sehr geliebt. Aber ich dachte, du erzählst jetzt von dem Publisher, für den du auf gar keine Fälle arbeiten willst. Mache ich jetzt mal aus Diskretionsgründen. Langweilig. Entschuldigung, ich bin halt langweilig. Sag mal, wollte ich nicht irgendein Buch herstellen? Hast du nicht irgendein Buch noch gebraucht? Bestimmt, aber... Habe ich Fertigkeitsbuch Öl schon? Weiß ich nicht, aber grundsätzlich, momentan kann ich eh keine Bücher gebrauchen, weil ich muss erstmal sehen, dass ich hier mit der Bearbeitung weiterkomme. Aber der Betonklotz ist bald fertig. Ja, Fertigkeitsbuch Ölbohrung. Meine Güte. Ich muss mehr Zement machen. Ich verbaue die ganze Zeit, aber ich mache keine 9. Jetzt habe ich noch 12. Ja, in 15 Minuten ist Ölbohrung fertig. Das ist ja Wahnsinn. Finde ich sehr gut. Kann ich da nicht noch was hin? Hä? Hab ich vorhin noch Zement gesehen irgendwo? Ne. Kann sein, dass ich das gesehen hatte und hier ist übrigens noch eine Stahlsichel drin. Die hast du dir wahrscheinlich noch nicht rausgenommen, oder? Nee. Habe ich mir nicht irgendwo... Alle anderen Stahlsachen sind nämlich weg. ...wo aufgeschrieben, was ich für die restlichen Bücher noch brauche? Habe ich nicht Industrie mittlerweile auch gemacht? Weiß wieder niemand, ne? Ich glaube, Industrie hattest du. Es sind zumindest überall... Häkchen dran. Na, sag mal, mach doch das Kackmenü auf. Meine Fresse. So. Ist hier noch irgendwo etwas, was rüber muss? Sieht hier nicht so aus. Okay. Ja, Industriehammer. Sehr gut. Erstmal Zement machen. Es fehlt noch Elektronik und Ölbohrung. Wo ist denn eigentlich ein Stift hier? Da ist ein Stift. So. Ich brauche wirklich ein neues Notizbuch. Mein schlaues Buch geht zu Ende. Das ist voll traurig. Ich hatte das jetzt voll lange. Da waren noch Streams von... Ja? Vom 17.02.2021 drin. Das ist noch nicht mal ein Jahr her. Ja, aber davor war auch schon... Nee, da waren... Das muss so von 2020 sein, weil hier habe ich nämlich noch Ratchet & Clank als Ankündigung für die PS5 drinnen stehen. Jetzt kommen so Sachen so, ja, da war schon von 2000 oder Twin Mirrors Sachen drin. Nee, 2020 wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wann hattest du damals nochmal angefangen mit YouTube/Twitch? Also Twitch werden dieses Jahr 5 Jahre, das ist 2017 und... Nee.
Doch. Nee. Doch. Twitch müssten 5 Jahre sein und YouTube 6. Oder auch 5, nur halt im Mai. Bist du denn... Ich bin mir unsicher. Ja, bist du denn angefangen? Ich muss kurz gucken, das interessiert mich gerade. Ich weiß, welches mein erstes Video auf YouTube ist. Ist einfach ein Riesenloch. Wo? Neben unserem Mineneingang. Achso, ja. Ups. Warum? Ja, weil ich noch nichts davor gebaut habe. Ganz ruhig. Aber warum hast du nicht einfach Sachen aus der Mine geholt, anstatt einfach ein Loch davor der Mine hinzusetzen? Ja, weil da unten nicht das Material war. Doch. Ja, nö. Hab ich doch sogar gezeigt. Nee, hast du nicht. Du hast nur gesagt, da bei der Mine. Also habe ich da bei der Mine Sachen. Oh Gott. So, sind zugefügt 4 Jahre. Oh Gott, Guck mal aus dem Fenster. Geht nicht. Du musst das Fenster aufmachen. 29.05.2017. Also werden YouTube 5 Jahre. Ah, okay. Ich hatte mich auch kurz gewundert, dass... ich hatte das, meine ich, auch so in Erinnerung, dass du nach mir angefangen bist. Auch wenn es jetzt nicht so viel ist. Ich bin ja im Januar 17 angefangen. Genau. Aber da du ja jetzt auch noch 2-3 Jahre jünger bist als ich... Ich wollte eigentlich schon viel, viel früher anfangen, hab's mich aber nicht getraut. Ich wollte viel, viel früher anfangen, aber ich hatte keine Zeit gehabt. Nee, das nicht. Ich habe mich nicht getraut. Süß. Ich süß. Ich trau mich auch aktuell nicht. Ohne Scheiß, ich saß gestern so 20 Minuten vor meinem PC und hab wirklich überlegt, ob ich jetzt das Tattoo-Studio anschreibe oder nicht. Und hab's dann noch nicht gemacht, weil ich mir dachte, irgendwie trau ich noch nicht. Was ist das? Das Tastatur? Das Tattoo-Studio. Um meinen Rücken dazu Tattoo zu machen. Die hat ja jetzt mit dem Gaming gerade gar nichts zu tun. Nee, aber wegen sich trauen und so. Daher kommt das gerade. Ich, also für mich kommt sowas jetzt persönlich nicht in Frage. Einfach weil ich es nicht möchte, aber gut, jeder kann das ja machen, wie er lustig ist, aber. Ja, weil in meinem Kopf, also angefangen hat die Idee wann bin ich 18 geworden? 10 Jahre her? Zwar noch bevor ich 18 geworden bin. 10, 11 Jahre ist es ja mit der Idee, welches Motiv und alles. Und irgendwie im Laufe der Jahre ist es immer größer geworden. Es ist mittlerweile der komplette Rücken. Vorher warst du die rechte Schulter, jetzt ist der komplette Rücken. Weißt du, Chi, du kannst manchmal ganz froh sein, dass ich nicht bei dir bin, weil wenn ich jetzt da mehr in deinem Privatleben rumstruggeln würde, würde mich das jetzt persönlich schon wieder so ankotzen, von wegen, ich trau mich nicht, ich würde einfach schon einen Termin für dich machen und sagen, du übrigens, du hast dann einen Termin, den kannst du nicht mehr absagen. Ja, ich muss mich da noch seelisch drauf vorbereiten, dass ich das Christian, jetzt wirklich anpacke. Christian, guckst du dir diese Aufnahmen zufällig an? Nein. Oder Lila? So, okay. Ich kümmere mich als nächstes um Elektronik. Ist das okay? Ich dachte einfach mal bestimmt. Haben wir Elektronik nicht schon? Bin ich dumm? Ich mache hier schon mal ein paar Fenster rein. Advanced Masonry Skillbook. Industrie war es, nicht Elektronik. Alter. Okay, Elektronik. Da mache ich wahrscheinlich wieder elendig viel. Wir brauchen ohne Scheiß, Übelbohrung haben wir ja jetzt, nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Bücher, dann haben wir alles. Grundsätzlich würde ich mich jetzt freuen, aber ich habe gelernt in diesem Spiel, traue niemanden. Aber, dann hätten wir theoretisch alles, um den, wie heißt das Ding am Himmel? Meteorit, abzuschießen. Zuckerwatte. Zuckerwatte. So. Elektronik. War noch mal das Minecraft-Geräusch? Nicken! Einfach so. Vor allem, ich kann es mir auch einfach vorstellen. Hast du dann... Was? Hab ich da was? Okay, das war jetzt gerade so eine richtig, richtig bescheuerte Aktion hier.
Ich laufe seitwärts, um Fenster zu machen, und dann falle ich ins Loch, weil das Loch zur Leiter ist. Aber gut. Hast du von diesem Geräusch eigentlich ein Video? Ja, das ganz viele. Ich würde es gerne, schick's mir bitte mal auf. Oh Gott, das sind die ganzen neuen Folgen, die kommen erst noch. Ach so, ich dachte jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt oder sowas hättest du davon. Also nee, ich hätte den Ausschnitt dann schon geschickt, welche Minute. Aber das sind erst in der neuen Folgen. Aber ich kann es dir auch in Person zeigen dann. Ich bin dafür, dass du das raussamplest und bei dir als Soundsample. Das kommt auch noch, ja. Ich hatte nur noch nicht so viel Zeit dazu. Wir haben ja auch schon hier einen Elektronikbund. Fünfmal brauche ich das. Okay, hier einfach schon mal die Fenster, während der ganze Zement noch am Machen ist. Ah, da wird auch diese Folge nicht mehr fertig werden. Brauchen noch ein paar Minuten. Dafür brauche ich 15 Eisen. Oh Gott, nein, ich habe gerade richtig. Oh Gott, 5, 15, 25, nicht 15. Alter. Und? Dum, 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 was denn? Hat's geklappt? Was? Hat's gereicht? Was? Was auch immer du gerade brauchtest? Nein, ich habe gerechnet und ich habe anstatt 5 mal 5 sind 25, habe ich 5 mal 5 sind 15 gemacht. Das war halt schon nicht so smart. Das heißt, wenn du sagst 1 und 5 sind 15. Ja, ich weiß schon. Oh, das geht hier gerade alles sehr schön immer auf mit den Fenstern. Das finde ich sehr gut. So. Mein Mann ist glücklich. Modern, modern, modern. Da. Das brauche ich 5-mal. Das sind 20. Das sind 20. Ah, okay, das geht. Und 50. Nein. Aber zumindest fällt hier jetzt wieder ein bisschen Licht rein. Aber irgendwie sieht trotzdem noch so unfreundlich aus. Ich würde sie gerne streichen. Was ist das? Elektronik. Ich bin ja bei Farm Together sowas von am Eskalieren mit Dekoration. Das glaubst du gar nicht. Das glaube ich dir tatsächlich nicht. Ich habe einen schon seit etwas längerer Zeit dort einen Turnierplatz gestaltet und mittlerweile bin ich sogar dabei, den Weg zum Turnierplatz zu gestalten. Das ist so richtig. Wer bist du und was hast du mit Kitma gemacht? Weißt du, das ist so random. Nicht mal, dass man sagt, oh, ich präsentiere mal so ein paar DLCs und mach damit mal, bau das und das rein. Nein, ich baue total unnötige Sachen einfach auf dem Weg dorthin, damit der Weg dorthin schön aussieht. Ich meine, ich würde das auch so machen, aber wer bist du und was hast du mit Kidma gemacht? Es ist die Macht des Bummelhofs, Jean. Okay, ich habe gerade kurzzeitig nicht Bummeln verstanden. Jean? Ja? Was hast du denn verstanden? Das ist die Macht des Bumshofs. Wie kann man denn aus Bummeln Das B macht's. Also grundsätzlich verstehst du aus allem, was mit B beginnt, Bumsen. Das ist grundsätzlich. Ich glaube, ich muss echt mal eine Nachricht an eine bessere Hälfte schicken. Der wird sich drüber freuen. Was? Über den Inhalt oder dass ich ihm schreibe? Über den Inhalt. Und dann wird die Frage kommen, wer ist Kidma? Wenn ich ihm schreibe, wird er mir die Frage stellen, wer ist Kidma? Nein, dann wird mir die Frage kommen. Da musst du antworten, den kennst du nicht? Du kennst Kidma nicht? Eigentlich kennt er dich. Wo lebst du denn? Ja, eigentlich kennt er dich sogar. Wirklich? Wow. Ja, ich habe schon mal von dir erzählt. Boah, ja, Grüße gehen raus. Oh,
Fall. Er guckt meine Videos nicht, also von dem her. Aber vielleicht meine. Nee. Das ist cool. Wäre aber auch lustig, wenn er über deine Let's Plays Bescheid wüsste. Zumindest über unsere LPTs, weil er sie bei mir guckt. Ja, das wäre hart. Das, ja, also da würde ich sogar sagen, also auf den View verzichte ich gerne. Um ihn dir zu schenken, aber das ist... Aber dem ist ja nicht so. Ja, guck meine Streams zum Einschlafen. Oder stell dir vor, er würde die Frage was schicken von wegen, boah, hast du schon das und das LP vom Kid mal gesehen? Das musst du dir mal geben. Kann ich ihm sagen, ja, habe ich. Weil ich immer bestens Bescheid, weil ich Bescheid darüber weiß, welche Videos aktuell bei dir kommen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du sie alle guckst. Das glaube ich auch kaum, nee, dass du alles gucken wirst. Ansonsten würde ich offiziell erklären, dass du mir Angst machst. Nee, die Sachen, wo du vorliest, die gucke ich nicht. So, und Eko, ja, weil ich da selber drin vorkomme, ist es... Ja, ich bin live dabei. Endlich. Wobei, bei TTT war es lustig noch. Ja, bei TTT auch, aber weil du da einen anderen Blickwinkel hast, aber das ist jetzt bei Geologie. Quatsch, bei Eko. Nicht so. Okay. Ja, ich habe gerade Geologie gelesen. Achso, okay. Aber als wenn du guckst doch sonst nicht alle anderen LPs bei mir auf dem Kanal. Doch. Also wenn es ein Spiel ist, das mich tatsächlich interessiert, dann schon. Warum bist du da jetzt so überrascht? Weil ich da jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass du überhaupt irgendwas bei mir guckst. Ist so. Sag mal. Ja, keine Ahnung. Weißt du, du hast mich Dienstag schon immer an der Backe, wenn wir zusammen aufnehmen. Kann ja gut sein, dass du sagst, boah, nee, muss ich mir jetzt nicht noch andere Tage geben. Nee, ich guck dir gerne zu. Okay, und was für Spiele interessieren dich so? Also jetzt, ich bin ja schon neugierig. Deine Horrorspiele gucke ich immer. Ja, achso, Madame guckt Horrorspiele. Ja, ich gucke Horrorspiele und spiele sie nicht selber. Du hast es erfasst. Ja, ach, du bist ja eine ganz harte, bist du ja. Ja, ich weiß schon. Wow, also dann können sich wirklich Leute Beispiele nehmen, ne? Ja. Und dann hinterher hinstellen, ach, das fand ich aber nicht gruselig. Nee, das sage ich nie. Aber die gucke ich immer zum Einschlafen. Was es jetzt nicht besser macht, aber ich gucke die zum Einschlafen. Nein, das sorgt sogar für einen gewissen weirden Moment, wenn du verstehst, was ich meine. Warum? Du, lass uns das bitte jetzt nicht intensivieren, okay? Okay. Hallo, Spiele. So. Okay, interessant. Ölbohrung ist fertig. Warst du fertig? Ölbohrung. Ach, ist der Bogen verstanden? Nee, Ölbohrung ist fertig. So, wo liege denn? Im Lagerplatz. Oben beim... Ja, habe ich. ...einzigen zweistöckigen Haus. Okay. Ich gehe jetzt mit meiner Karre wieder durch die Gegend und sammle Sachen ein, die ich brauche. So. Okay. Ich guck mal, brauche ich eigentlich noch irgendwelche Ressourcen aktuell? Ich glaube, wir brauchten bald wieder Eisen, meine ich, mich in Erinnerung erinnern zu können. Ja. Weil da klaue ich auch gerade was. Gut. So. Das sind... lange angestellt, jetzt will ich das noch nicht abbrechen. Das reizt sich wegen der Energie. Kann ich denn schon mal, das Modell ist Upgrade. Hab ich den Tisch, den ich brauche, denn schon gemacht? Das weiß ich jetzt nicht. Zack, war das denn? Zack, zack. Was erfüllt das? Hier, auf den Modell. Das war doch, glaube ich, hier an dem Tisch. Alter. Wo habe ich denn?
wo habe ich den Tisch gemacht? So. Den nicht, ne? Nee, würde auch keinen Sinn machen. Ach, der hier ist das. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Den kann ich dann mal direkt aufsammeln. Ist ja auch ein bisschen mehr Platz und den werde ich dann einfach mal ein Stockwerk höher stellen. Okay, okay, okay. Entschuldigung. So, Average Room Tier, you have 0. Ja, ist ja auch okay, weil der Raum noch offen ist. Raumanforderung, Power Grid, das ist ein Electrical Power. Njo. 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 Was denn? Wir müssen die Folge übrigens beenden. Ja, ja, sofort. Warte, was ist das denn? Ist das hier rein? Das passt doch rein. Nein, 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 nein! Ich brauche irgendwo, ich muss irgendwo in die Nähe des Flusses gucken. Können wir bitte die Folge beenden? Das sehe ich nichts. Was? Was ist denn das hier? Da sehe ich auch nichts. Chi, was ist gerade passiert? Nix. Chi? Was denn? Ich bin voll der Spider-Man. Ich springe von Dach zu Dach und beobachte dich. Ah, hallo Chi. Hi. Was ist gerade passiert? Nix. Was ist gerade passiert? Nix. Ich werde vorher die Folge nicht beenden. Ich habe meinen Karren in den Graben geschoben. Mann! Der Mann ohne Hals. Hat er es wirklich verdient? Der Mann ohne Hals, Chi. Ja, du wirst ihn abbauen müssen, weil ich kann es nicht abbauen. Weißt du, woher das kommt, Chi? Nein. Wenn man einfach irgendwelche Löcher random in die Gegend... Nee, ich weiß ja, dass da das Loch ist. Anstatt, dass man einfach in die Mine geht. Ich weiß ja, dass da ein Loch ist. Normalerweise komme ich auch daran vorbei. So. Okay. Ja, wir müssen die Folge beenden. Ja, müssen wir. Dann, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Adios, Steif und adios. Bye, bye.